Oh mein Gott, das Video habe ich da letztens erst live in einem Video geschnitten, oder? Link in der Videobeschreibung. Wir spielen wieder Minecraft Survival Games, so wie es passiert, so wird es aufgenommen. Es gab jetzt schon länger keine Folge mehr alleine irgendwie, weil wir nochmal Tropical Orient, das ist eine neue Map, können wir mal benutzen, kann ich euch nochmal meine coole Route zeigen und so. Ja, ist natürlich, jetzt kamen öfter Folgen mit Leuten zusammen. Es ist natürlich eine Sache, momentan macht mir das ultra großen Spaß irgendwie, mit so ein paar Leuten aufzunehmen irgendwie. Habe ich mal so neu in, ich habe wieder Labby Mod drin, Labby Mod ist wieder drin, Symbole. Labby-Mod ist wieder drin. Hier, guck mal. Ah, oh, unglückliches Zeichen. Okay, alles klar. Aber ich müsste Labby-Mod momentan eben, weil ich darauf Lust habe, so ein bisschen, weil die doch vom Feeling her so ein bisschen 1,7er ist. Aber ich weiß, es ist ein Fehler eigentlich. Ich darf es eigentlich nicht machen, weil irgendwie, nee, dann irgendwann für Ware, für Zeiten muss ich 1,8 spielen und dann ist es natürlich wieder eine Umgewöhnung. Aber gut, ich sehe es momentan noch nicht ein. Ich bin ein naives kleines Kindchen, bin ich momentan noch. Okay, gut. Wir holen uns mal, wir gehen mal meine Route, die ich so persönlich super gut mag, die ich auch erfunden habe, mehr oder weniger. Okay, ja, eigentlich schon. Eigentlich kann man das schon sagen, dass ich die erfunden habe, die Route. Habe ich gerade so richtig so hoch geredet gerade? Eigentlich schon, ne? Okay, wunderbar. Gut, nee, ja, zum Thema. Ich habe eine neue Angel, liebe Leute. Falls ihr das noch nicht wissen solltet, es gibt eine neue Angel, die ich habe, ne, und so. Alles ganz cool. Vielleicht bekommen wir die gleich mal. Und ich brauche noch ganz dringend, ich habe noch keine Ahnung, ich brauche Inventar, Leute. Habt ihr irgendwie eine Idee für Inventar? Ich gehe da mal nicht nach oben, habe ich gerade keinen Bock drauf, dauert mir zu lange. Habt ihr Inventar für mich? Es ist eine ganz gemette Frage. Ich brauche irgendwie was Cooles als Inventare. Entweder wäre es super cool, wenn mir einer irgendwas machen könnte, so Invisible Inventar, sprich, ne, also Invisible nicht, aber so, durchsichtig ebenso. Hier ist die neue Angel, by the way. Hoffentlich gefällt ihr euch besser mit dem Flügel. Ich bin mal gespannt, wie euch die gefallen wird. Hier gehen wir mal eben runter rein, denn da kann natürlich Stuff drin sein. Wie ihr wisst, eine Double Chest könnte hier drin sein. Ist aber nur eine einzelne Chest gerade drin, aber auch kein geiler Stuff drin. Na, ein bisschen doof gerade die Route, aktuell noch. Aber hier, guck mal da, da ist doch eine gute Route hier. Dann haben wir nochmal das hier, wunderbar. Und ansonsten habe ich noch, na komm, geh auf, habe ich noch Fragen natürlich vorbereitet, wieder einige. Aber erstmal wollte ich halt eben ansprechen, wenn jemand irgendwie mir Inventar machen möchte und ebenso halt eben Verzauberungsinventar, E-Inventar, Chest-Inventar und so, fände ich das super cool, wenn mir das irgendjemand ja machen könnte. Das wäre doch eine coole Sache. Komm hier, gehen wir auch nochmal da dran. Wir haben noch keine richtige Hose an, dann nehmen wir die doch mal eben. Ah, wir haben schon eine. Oh, habe ich wieder nicht gesehen. Dann du hast die Hose nicht gesehen, du Hurensohn. Ne, und so. Fragen habe ich bekommen, 2 Stück. Auch sehr gerne wieder, wenn ihr Fragen an mich habt, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich muss momentan wieder so ein bisschen vorproduzieren. Dennoch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar die erste Frage von Nico Schäfer. Was würdest du ändern, wenn es eine Art Minecraft. Oh, wenn es eine Art Minecraft 2.0 geben würde? Was würdest du da ändern an Sachen? Und ich kann nur sagen, ich würde mir persönlich so eine Art Skill-Level wünschen für das normale Singleplayer-Minecraft. Das heißt, ich würde mir super gerne wünschen, dass es, dass man im ganz normalen Minecraft, ja, im ganz normalen Minecraft-Spiel, wenn man irgendwie so viel gemeint hat, ich weiß, es gibt diese Mod, deswegen sage ich im ganz normalen Minecraft. Es gibt eben auch eine Mod, die heißt, glaube ich, MMO-Mod oder so, MMO-Mod, glaube ich. Aber ich würde es ganz gerne von Minecraft selber aus so haben, dass wenn du eben ein bisschen lange so Sachen machst, so Farms oder so, dass du dann eben quasi so das Mining erweitern kannst, auf Level 2 bringst, dass du vielleicht dann, also entgegensetzt zu den Verzauberungen, dass du eben für eine Verzauberung auch so Sachen hast quasi. Wisst ihr, was ich meine? Dass du eben mittels Verzauberungen, na, die pushen sich, glaube ich, gerade, dass du mittels Verzauberungen eben sowas machen kannst, ne, dass du, also sowas in der Art wie die Verzauberung, so ist, glaube ich, richtig. Einmal kurz einen Hit mitgeben und dann wieder weggehen. Kurz mal hier rüber. Und nochmal hier kurz den Leuten mal so ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt und so, ne? Der Hammer ist wichtig, liebe Leute, der Hammer ist sehr, sehr wichtig. Ja, mal sehr wichtig, Astra ist down, Wunderbärchen, alles Klärchen, Wunderbärchen, Bogen haben wir noch nicht, aber das sollte auch vielleicht kein Problem werden. Na, was ist denn los, da kommt einer an von hinten, oder wie? Jetzt gehst du auf mich, oder wie? Jetzt gehen sie wieder alle auf mich, ne? Das ist ja klar. Ja, ne, ich gehe auf den natürlich, da. Nee, aber ich würde mir eben sowas wünschen, dass du eben nicht mit mittels Verzauberung alles machen kannst, wie Glück oder so, sondern das anhand von Skill bekommen könnt. Das ist quasi auf. Oh Gott, ne, er hat eine Angel auch noch. Das kann ja was werden jetzt, ey. Warum geht er nicht zum anderen Typen? Ach Mann, warum muss er denn zu mir gehen jetzt? Warum muss er zu mir gehen? Ich hab da ein Zweier-Team, das ich quasi erledige.
Und dann geht er zu mir, weißt du, so, geht er zum anderen Typen. Meine Güte, ist doch scheiße. Mann, Mann, Mann. Okay, ne, also sowas würde ich mir eben vielleicht wünschen noch irgendwie. Das fände ich ganz cool eventuell. Das wäre echt eine coole Sache. Dass du vielleicht dann auch, wenn du halt viel, ne, viel und so abbaust und so, dann auch vielleicht schneller abbauen kannst, je höher dein Level eben ist und so. Und das fände ich halt schon eine coole Sache vielleicht. Sind wir voll gerackt? Ja, sind wir. Dann holen wir uns den auch mal eben, den Typen hier. Wunderbar, ist er auch down. Ja, das hast du davon, weil du nicht zum anderen Typen gegangen bist. Der andere Typ wäre nicht so leicht gewesen, wäre nicht so stark gewesen wie ich. Lieber Typ, musst du dir mal in Zukunft merken. Ne? Also es gibt momentan auch wieder nur eine Runde. Ich weiß, momentan sind etwas kürzere Folgen da, ich weiß, aber ich brauche persönlich so diese Abwechslung so ein bisschen. Mir tut es momentan sehr gut, auch nur eine Runde aufzunehmen, weil ich einfach momentan extrem viel Stress habe und wirklich auch mit den ganzen, da ich ja auch mittlerweile die Folgen hier bearbeite, tut es mir momentan sehr gut, dass ich eben auch nur eine Runde aufnehme, deswegen, aber ihr findet es momentan ja eben ganz geil so, also es kommt ja auch ganz gut bei euch an, ich denke mal, für die alte Garde würde es ein bisschen scheiße sein, so, ach, nur eine Runde und so, ne, aber ich denke mal, für die meisten ist, glaube ich, in Ordnung, wenn wir eben nur so 9-Minuten-Folgen haben, sollte, glaube ich, in Ordnung sein, dann sprechen wir eben zwei Themen an, dafür gibt es halt eben relativ oft und so, Survival-Games und so, keine Ahnung, ne, wie so eine Sache. Und ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lassen würdet. Die letzten Folgen kamen auch sehr gut bei euch an, aber irgendwie war ein bisschen schwächer irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich auch, weil Leute dabei waren, weil ich nicht alleine war. Vielleicht auch deswegen? Kann das daran liegen? Kann ich Survival jetzt nicht mit Leuten aufnehmen? Ich weiß es ja nicht ganz genau. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, so viel eben dazu zur ersten Frage. Andere Frage von Megatron998. Und zwar, spielst du eigentlich noch in deiner Freizeit Minecraft? Nein, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich spiele nur noch Minecraft, wenn ich aufnehme eigentlich, deswegen bin ich auch so richtig crap scheiße geworden. Ich will nochmal kurz zum Spawn verzaubern, wenn da ein Verzauberungstisch gewesen sein sollte, ich glaube aber schon, ne? Ich spiele eigentlich nur noch für Aufnahmen. Ich habe auch gerade hier eben Minecraft angeworfen, habe eben 2 Runden Skywars aufgenommen. Jetzt gerade nehme ich hier SG auf, erste Runde heute auch, könnt ihr vielleicht auch sehen. Kann man das sehen? Sieht man hier noch, genau, da sieht man noch, guck mal, GG, ha, Skywars, ha. Und ist quasi die erste Runde MC-Dingens da. Genau, die erste Runde Minecraft gerade. Also Survival Games. Weil viele eben auch sagen, gab es auch richtig, richtig viel Kritik ab und an. So, natürlich gewinnst du immer die erste Runde, die du aufnimmst. Ja, Leute, was soll ich denn machen, wenn ich einfach gut bin? Lass mich doch die erste Runde gewinnen, wenn ich es eben kann. Und gerade seht ihr es eben auch, das ist meine erste Runde Survival Games heute. Und ich spiele die bis dato eigentlich gar nicht so scheiße. Ach, nö. Hier gibt es irgendwo in dem Ofen die Ender-Dingens, nicht Ender-Dingens, die Dingens da, ne? Irgendwo die Bottles of Enchantment-Dingens da. Aber wie ihr eben sehen könnt, sage ich nichts Falsches eben. Ihr seht hier ist Survival Games und davor war eben noch Skywars. Und dann bin ich sofort gewechselt. Ne? Also erste Runde Survival Games heute. Just saying, liebe Leute, just saying. Gut, da hinten ist noch ein Typ irgendwo. Wir könnten auch die Angel der Unendlichkeit holen, aber ist, glaube ich, nicht so wild irgendwie, dass wir die gebrauchen müssten oder so. Ich glaube, die brauchen wir nicht zwingend. Ah, die Team nicht, okay. Natürlich Team die nicht, natürlich nicht. Mein Teampartner ist tot. Natürlich ist er tot, natürlich. Vielleicht ja wirklich, aber keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, Minecraft spiele ich eben nur noch zum Aufnehmen aktuell. Ganz, 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 ganz selten mal abends eine Runde Bed Wars oder so, aber ganz, ganz selten. Das ist die aller seltenste Zeit. So, Gewinnzeit, Seltenzeit. Da ist ein Sheep gewesen beim Jump and Run, der da wahrscheinlich versucht, das gerade zu machen. Der aber auch nicht so geilen Stuff hat irgendwie. Na, komm schon, wir könnten das vielleicht noch fast verlieren, liebe Leute. Das war doch ein bisschen Knappikowski gerade. Und wir haben Deathmatch, Totenmatch. Mal gucken, wie das werden wird jetzt gerade. Hier hinten ist auch noch natürlich, ich weiß ja auch mehr Secrets als, als ich gezeigt habe in meinem Commentary. Hier hinten ist noch ein Dingens mit Zauni drin und so. Ich kenne eigentlich viele Secrets, aber ich benutze halt eben nur die, die ich eben wirklich auch zeigen will. Also die relevanten zeige ich eben. Der Rest irgendwie nicht so. So, alles klar. Noch ist gerade keiner hier in der Nähe, glaube ich. Das heißt, wir können es nochmal eben kurz hier alles wegwerfen, was wir nicht mehr brauchen in unserem Leben. TNT ist sehr wichtig, im Deathmatch eher nicht mehr so. Obwohl, doch, ja, vielleicht schon. Wir können ja einfach so machen. Wir haben ja genug Essen dabei und in der Leiste. Und dann geht's zum Deathmatch, liebe Leute. Und diese Truhe ist auch ein bisschen crappy, so keine Ahnung, warum macht man das? Finde ich ein bisschen suboptimal irgendwie, muss man nicht zwingend machen, finde ich. Ist eh eine Trap-Chest. Von daher. Ja, Oldpack for the win. Also sehr gerne, wenn ihr eben Bock habt, hier sowas zu machen, Inventar. Würde mich ultra krass freuen, wenn ihr sowas machen würdet für alle möglichen Sachen.
Also das Dia steht in der Mitte, wir müssen es endlich rausholen, das Dia-Schwert. Ganz, ganz klar. Nee. Nee. So, natürlich müssen wir mal gucken, dass wir erstmal wegkommen. Ich will erstmal in Ruhe mein Leben genießen, Amunakoi. Und so, ne? Aber die beiden ziehen das schon so ein bisschen, ne? Die beiden ziehen das schon so ein bisschen. Ne, Leute? So, einmal noch gepusht. Push me to the limits. Oha, aha. Ja, jetzt kommt der Teamkollege an, oder wie? Na klar. Wir müssen vielleicht mal... Wir müssen teamen. Hallo, it's Lenny. It's Lenny. Das ist ein Team. It's Lenny, das ist ein Team. Siehst du das? Kannst du das sehen? Dass da ein Team ist. Siehst du es, Lenny? Wenn du es nicht siehst, dann keine Ahnung. Kämpfen die gerade? Okay, die kämpfen, glaube ich, wirklich gerade. Nice one. Nicht mich schlagen, Lenny. Gut gemacht, Lenny. Gut. Schön. Ja, nice. Gut. Go? Fragezeichen? Ryan MC Stone Rod. Okay. Okay. Okay, Stone Rod, go. Ja, nicke mich mal. Und machen wir go? Noch nicht ganz, ne? Irgendwie? Ah, geht's los? It's Lenny? Anscheinend noch nicht so wirklich. Komm, ich werfe auch mal alles raus. Ich bin ja genauso gnädig. Achso, Bo natürlich weg, aber okay. Go. Warte kurz. Kurz essen. Warte doch mal. Lenny, warte noch mal kurz. Ich will mich noch entnicken. Ich will mich noch entnicken, lieber Lenny. Ah, nö. Okay, egal. Ja, Stone Rod hat ein Eisenschwert, natürlich. Stone Rod sagt er zu mir. Lenny! Stone Rod! Das war Eisen. Das war Eisen, du. Das war Eisen, du Lümmel. Du hattest Eisenschwert. GG, sorry, ja. Bis zum nächsten Mal, lieber. Lass die gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und sagen wir mal zu. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski!